herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Gyros und mittlerweile schon Tag Nummer 6 unseres großen Hyper Duper Super Mega Hyper Hubba Bubba Ultra Super, nee, Super hatte ich schon, aber egal, Weihnachtsspecials 2012 in der Postapokalypse. Ja, wenn ihr dieses Video seht, haben wir es tatsächlich überstanden. Die Mayas haben uns verarscht und ich habe mir umsonst 8 Kisten Dosenpfirsiche gekauft, um den nuklearen Winter zu überstehen. Aber egal, heute soll es natürlich mal wieder um Spiele gehen, die man während der Weihnachtszeit gut spielen kann, in denen man sich ergeben kann. Und bisher haben wir schon eine recht illustre Mischung gesehen, von Shenmue über Zelda bis hin zu Clonoa, war ja viel verschiedenes Zeug mit dabei. Der Stapel wird mittlerweile ein bisschen kleiner, deshalb ohne größere Umschweife, ich greife rein. Mal sehen. Das hier. Ne, das noch nicht. Ah. So. Das hier wird's werden. Ich habe so eine kleine Idee, was es sein kann, weil, wie gesagt, so viele sind nicht mehr übrig. Und hier ist was dran, auf was ich mich speziell gefreut habe. Machen wir es mal auf. Aha. Es ist. Oh, die japanische Monster World Complete Collection oder im Westen besser bekannt als Wonder Boy. Ja, ich werde gleich im Speziellen was dazu erzählen. Das ist eine japanische Collection mit diversen Titeln aus der Wonder Boy-Monster World Serie und wir picken uns heute ein spezielles Spiel raus, nämlich Wonder Boy 3 The Dragon's Trap in der PC Engine Fassung als Dragon's Curse. Also, ohne weitere Umschweife, wir sind gleich wieder da. Okay, und da sind wir schon im Hauptmenü des Spieles. Ich fange einmal kurz an und werde ein bisschen was dazu erzählen. New Game. Also Wonder Boy ist eine der ältesten Serien, die ja von Sega kann man eigentlich nicht direkt sagen, sondern es gibt einen kleinen japanischen Entwickler, der heißt West Dawn, glaube ich, nicht West One, aber da scheiden sich noch die Geister darunter. Und die haben seinerzeit Mitte der 80er Wonder Boy sozusagen erfunden, den kleinen Urwaldjungen, der in hektischer Manier mit Tomahawks und Skateboards durch die Welt gejagt ist. Und das hier ist bereits eigentlich der dritte Teil von Wonder Boy. Oder besser gesagt, wir sehen das Ende von. Oh, das Thema hauen. Wir sehen das Ende von Wonder Boy 2. Also, das erste Spiel war damals noch ein Jump'n'Run. Und das zweite Spiel hat dann aber leichte kleine Adventure-Elemente mit reingebracht. Da gab es Läden, in die man reingehen kann und. Dort Sachen kaufen. Sachen kaufen kann und viele versteckte Sachen zum Entdecken. Und mit dem dritten Teil hat dann Wonder Boy eine neue Richtung bestritten, nämlich ist es dann in die Richtung von Super Metroid, oder ich sage Metroid und späteren Castlevania-Folgen gegangen, also fast schon ein klassisches Metroidvania, würde man glaube ich heutzutage sagen. Und der dritte Teil hat damit zum ersten Mal angefangen, ist rausgekommen auf dem Master System 1989, so kurz nachdem in Japan. Ne, warte mal, andere Richtung, ich habe hier noch keinen Schlüssel für. Kurz nachdem in Japan das Mega Drive rausgekommen ist und merkwürdigerweise, dieses Spiel erschien nie in Japan auf dem Master System, nur in Europa, den USA und in Brasilien mit einer neuen Comic-Lizenz verbaut. Und das ist so ein Ding gewesen, das habe ich damals als Master System-Kind in der Mangelung von Spielen wie Legend of Zelda oder Faxanadu und wie die alle auf der Minas hießen, die konnte ich mir bei einem Kumpel angucken, aber ich habe dann eher sowas wie Golden Axe Warrior und Wonder Boy 3 The Dragon's Trap gespielt. Wow, der erste Endgegner. So, und das Ding hier ist es, Wonder Boy 3 war eben so ausgerichtet wie heutzutage Metroidvanias, auf den ersten Blick ein Jump'n'Run, aber hatte eben Rollenspielelemente mit equipbaren Waffen und Läden, in die man reingehen kann. Oh, ich habe ihn besiegt. Und hier, oh, warte mal, weg von der Flamme. Wir sehen gleich, dass. Da!
Wir sehen gleich das Gimmick des dritten Teiles. Teil 3 fängt an mit dem Ende von Teil 2. Ich bin gerade als super ausgestatteter Wonderboy, spiele ich effektiv den letzten Level vom zweiten Teil nach und werde beim Endgegner aber auf einmal in einen Drachen verwandelt. Ja, so wieder ein Shyamalan-artiger Plot-Twist. Und mir werden alle Kräfte entzogen. Weil es ist ein Element, das kennt man natürlich aus späteren Metroid-Spielen, nur das Ding ist eben 89 rausgekommen und ich glaube, die Tradition hat erst später angefangen bei Metroid, dass man als voll ausgestatteter Superkämpfer anfängt und erst dann seine Sachen wiederholen muss. Hier ist eben so, man hat diese kurze Sequenz vorne dran, wo man den Abspann von Wonder Boy 2 spielt in einer wesentlich vereinfachteren Version des letzten Levels. Also der hat mich in der Arcade sehr, sehr viele Nerven in Griechenland gekostet und sehr, sehr viele Drachmen vor allem seiner Zeit, bis ich da einigermaßen Land gesehen habe. Und hier verwandelt der Endgegner eben einen in einen Drachen und ich muss jetzt aus dem zusammenfallenden Schloss dann fliehen. Also man kann fast sagen, das ist eigentlich direkt der Beginn von Super Metroid. Nur 2 bis 3 Jahre vorher. Tja, Nintendo, nicht immer kann man super originell sein. Aber ich will ja nichts Schlechtes über Super Metroid sagen, ist eben noch eins der besten Spiele, das es geben tut. Also das Schloss stürzt ein. Oh Gott, ich kann hier nicht durch die Tür. Zum Glück kann ich ja noch Feuer speien, aber ich kann mein Schwert nicht mehr einsetzen und alles. Oh, was habe ich denn da? Ist das Energie? Und tja, und wir sehen, das Endgegner-Schloss zerbirst, bricht zusammen. Und mein Auftrag, wie es jetzt dort steht, ist es, wieder den Fluch von mir zu nehmen, The Dragon's Curse, ja, den Fluch des Drachen, und wieder meine alte Gestalt wieder zu erlangen. Und auf dem Weg dorthin wird es dann eben so sein, es ist nicht dann einfach getan, irgendwo den Endgegner zu finden und den zu besiegen, sondern man hat eine wirklich groß gestaltete Jump'n'Run-Welt und viele verschiedene Gestalten, in die man sich selbst begeben. Es beginnt mit dem Drachen, aber man wird später zum Beispiel auch noch so eine kleine Miniaturmaus sein, die an Wänden entlanglaufen kann. Und jede dieser Kreaturen hat eigene Fähigkeiten. Der Drache hier kann zum Beispiel Feuer spucken und wird später auch noch weitere Sachen dazu bekommen. Hier in der Kirche können wir absaven mit unserem guten Freund, dem Piratenschwein. Wir können es auch gegebenenfalls dann mutieren, dass das Passwort, aber wir speichern einmal richtig auf der Karte selber ab. Ja. Kurz nochmal, wie gesagt am Anfang, wir spielen jetzt hier gerade die PC Engine Fassung. Es entspricht ungefähr fast genau dem Master System Spiel. Warte mal, gab es da nicht noch hier was in der Ecke? Okay, ich habe kein Schwert, mit dem man langgehen kann. So, es entspricht ungefähr der Master System Version, hat aber eine wesentlich hübschere Grafik, deshalb spielen wir die Version hier einmal heute. Ansonsten ist es aber so ziemlich baugleich. Wenn ich jetzt über die tausendfachen Umsetzungen und Remakes und Ports der Wonderboy-Serie anfangen würde, würde ich morgen noch nicht fertig sein. Das ist selbst abgefahrener als die Final Fantasy-Serie gestaltet worden. So, ach, hier komme ich zum Laden, glaube ich, ne? Ja, kann ich mir natürlich noch nicht so viel leisten. Kein Schild und keine Missile Armor. Ich habe auch nur 8 Gold. Gehen wir aber wieder zurück. Oh, da kann ich nicht mehr durch die Tür durch. Ja, das ist sehr gut. Man sieht, mein Wissen hat mich... Ja, hier bei der Krankenschwester kann ich mich heilen lassen, wenn nötig. Hier kann ich noch nicht weiter, da komme ich später mit dem anderen Charakter dran. Ja, also rein visuell hat man sich natürlich bei den Sachen hier, ich muss als erstes an Adventure of Link auf dem NES dran denken. Das hat ja auch diese Städte und die Seitenansicht und alles. Nur das hier ist eben wirklich wie ein moderneres Metroidvania aufgebaut. Und ich muss auch sagen, es ist mit einer der besten Varianten, die durchaus auch etliche... Ups, ja, dann müssen wir da wieder durch, da unten. Die durchaus auch etliche Castlevania und Metroid-Spiele dann sogar überholen kann. Es ist für mich der beste Teil der Serie. Es gab später auf dem Mega Drive noch Wonder Boy and Monster World. Glaube ich, hieß es hier in Europa. Das ist eben auch genau in dem Stil gewesen. Ich fand das hier ein bisschen besser, weil bei dem anderen konnte man sich, glaube ich, nicht wirklich verwandeln und hatte nicht diese schönen vielen Optionen frei. Also,
Komme ich hier, hier auf die prototypischen Gegner, die Schlangen und das Geld einsammeln, weil wir wollen ja auch uns dann aufwerten. Oh, nee, ich muss mich ducken. Oh, meine Energie ist nicht mehr, ich habe nicht mehr unendlich Energie, deshalb sollte ich aufpassen. Ups, oh, scheiße. Ja, auch ein Ding. In anderen Spielen wäre ich jetzt gestorben. Hier ist auch unter Wasser eine komplett geschaltete Welt mit dabei. Komme ich hier nochmal rauf? Sehr gut. So, ducken und schießen. Ja. Ja, und es ist auch eins der besten Metroidvanias, wo eben nicht Metroid oder Castlevania dann draufsteht. Mega Drive gab es in den zweiten Teil, den habe ich auch noch sehr gern gespielt. Der nächste Metroidvania-Teil heißt Monster World 4, glaube ich. Ich würde wahrscheinlich mich in ellenlange Erklärungen jetzt ergeben müssen, um mal da irgendwelchen Sinn mit reinzubringen. Aber es gab noch eine weitere Mega Drive-Variante, die ist als Monster World 4 bekannt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich bin nicht gut. Als Monster World 4 bekannt und, hier kann ich noch nicht durch. Und hat Wonderboy nicht mehr als Hauptcharakter, sondern... Oh shit, ich spiele ja wirklich schlecht. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich ein Item bekommen. Mal sehen, wo kann ich das denn ausrüsten? Shield. Ivory Shield. Ivory Armor. Ich dachte, ich hätte gerade den Fall bekommen. Man muss mal gucken, wie man den dann einsetzen kann. Oh shit. Ich dachte, ich wäre fast abgekratzt. Ja, im vierten Teil spielt man nicht mal Wonderboy, sondern ein grünhaariges Mädel. So heißt es nur Monster World 4. Das gab es jahrelang nur in Japan und wurde im vergangenen Jahr von Sega nochmal für PlayStation Network, Xbox Live Arcade und... Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh, ich bin abgekratzt. Ach, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ich hatte eigentlich vor, bis zum zweiten Endgegner zu spielen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Push Button 1. Kriege ich noch ein Upgrade? Ich glaube, er müsste mich theoretisch da rausschmeißen, wo ich abgespeichert habe. Aber ich habe zum Glück noch... mein Geld. Mal sehen, ob ich mir ein Upgrade dazu leisten kann diesmal. Ja, und so ist es dann. Man lernt nach und nach die Welt kennen. Oh, mir fehlt ein Gold für die Missile Armor. Nee, 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 nee. Da gehe ich jetzt erstmal raus und hole mir das Stück Gold. Und dann gehe ich wieder zurück. Ich hatte eigentlich geplant, bis zum zweiten Endgänger zu spielen, aber ich muss wirklich mal gucken, ob meine Skills dazu ausreichen. Jeder, der schon mal ein Metroid oder ein Castlevania, der eben der Adventure-Varianten dann gespielt hat, wird, glaube ich, auch hier schon absehen können, warum ich dieses Spiel in meine Weihnachtsliste reingetan habe. Ich glaube, Dragon's Curse war damals sogar ein Weihnachtsgeschenk für mich. Das habe ich mir von meinen Eltern gewünscht. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück und holen uns mal die Arme, die Armor. Habe ich mir damals zu einem Weihnachten gewünscht. In den frühen 90ern. Und es war so, auspacken, reintun und es war echt großartig. Das Problem ist bei mir ein bisschen, bei uns in der Familie feiert man sozusagen eher Nikolaus anstatt Weihnachten. Das heißt, so müssen wir, nee, falscher Knopf. So laut, yeah. Jetzt muss ich die hier nur ausrüsten. Nee, die Arme war's. Ich habe das Spiel zum Nikolaus sozusagen bekommen, also am 6. Oh, jetzt habe ich die Missile Armor schon mal. Die Erfahrungs-, die Hitpoints und Durability und sowas steigt dann. Also schön Rollenspielelemente hier drin. Und ich hatte noch normale Schule den Tag, also was gar nicht mehr war es, ein Freitag oder sowas. Das war so ein Ding, ich habe es dann früh morgens ausgepackt, musste dann gleich in die Schule und dann erstmal die ganze Zeit erwarten, oh fucking hell, ich möchte das jetzt endlich mal spielen. Das Großartige war, dann hast du ein ganzes Wochenende Zeit vor dir und ich glaube, ich habe es an einem Wochenende dann richtig durchgeballert. Ne? Weil es eben wirklich auch genau so ein Ding ist, wo man sich drin verfangen und verfransen kann. Es ist einfach ein großer, großer Spaß gewesen,
diese ganze Welt zu erkunden und gucken, was man ausholen kann. Speziell, wenn man eben dann später Metroid oder, ja, man kann natürlich auch Zelda-Style sagen, dann hier sind die Items eben verschiedene Verwandlungen, die man haben kann. Oh, ist ja auch schon ein bisschen wie bei Majora's Mask, fällt mir gerade auf, was wir ja auch schon hier in der Reihe hatten. Und dadurch werden dann neue Wege offen und neue Sachen, die man erledigen kann. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen was noch gebacken, sonst kann ich euch nicht so viel vom Spiel leider zeigen. Aber daran soll es dann nicht scheitern. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe die Master System Version nicht mehr. Ich habe mein Master System nicht mehr seit etlichen Jahren. Aber dafür habe ich mir aus Japan für die PlayStation 2 die Monster World Collection dann. Nein, ach du Arschloch. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Krieche. Richtig die Angst hier. Ich frage mich, warum der Drache unter Wasser Feuer speien kann. Der hat wohl Teflonfeuer bei sich im Petto. Ich habe mir die Ich habe mir die japanische Monster World Collection geholt, die gab es für ein Apfel und ein Ei. Und wenn Sega eines macht, dann sind es... Alter, gleich wieder komplett die Energie weg. Du bist doch bedeppert. Okay. Schnell. Lass mal sehen, was habe ich denn da an Items? Armor List, die Missile Armor. Das Ivory Sword. Ich dachte, hat man hier nicht so einen Fall, mit dem man nach oben schießen kann? Nee, das muss ich mir, glaube ich, erstmal noch verdienen. Ach, komm, du Arschgesicht. Ey. Wie kann das... Man sieht auch, der Jump'n'Run-Faktor ist hier relativ hoch. Also, wenn die Skills dort nicht stimmen, man muss sich schon wieder... Und dann... eingewöhnen, wie das funktionieren kann. Wieso reicht das Feuer nicht? Achso, wenn ich neu drücke. Wow. Schnell in die Tür rein. Gut. Goblin Mail. Ja toll, jetzt habe ich mir die andere Armor gekauft. Kann ich mir natürlich noch nicht leisten mit 180 Gold. Das ist ein verstecktes Item. Da müssen wir erstmal noch weiter. Oh. Was finden wir hier? Das ist ein Schlüssel gewesen, ne? Key 01. Das heißt, ich kann jetzt eine der Türen mit dem Schlüssel öffnen. Muss dann aber natürlich wieder komplett zurück. Na komm. Ich habe versucht dann Dauerfeuer-Style das zu machen. Oh, ich habe den da übersehen. Wow. Oh, ich wollte doch nur das Herz haben. Ja, die japanische Monster World Collection auf der... Auf der PlayStation 2 hat Sega in Japan eine Reihe an sehr, sehr guten Remakes rausgebracht und es ist wie eine Art Sammlung eben dann gewesen. Die Monster World Collection hat wirklich alle Monster World Titel drin, die jemals rausgekommen sind und alle wirklich perfekt emuliert, dass man original einstellen kann, dass sie genauso aussehen wie auf der originalen Konsole. Hat alle japanischen und US-Versionen mit drin. Man braucht natürlich eine... Missile Shield, Missile Sword. Nehme ich beide mal. Wo kann ich mit dem Schwert schon was anstellen? Okay, Missile Sword. Missile Shield. Das sollte mir jetzt zumindest ein bisschen weiterhelfen. Nee, ich habe noch keinen... Ich habe noch keinen Pfeil. Diese Wolke kann man mit dem Pfeil besiegen. Später. Aber ich habe doch meinen Schlüssel noch, oder? Ja, jetzt kann ich durch diese Tür durch. Mal sehen, wo uns das jetzt hinbringt. Eine weitere Tür hier oben.
Ich weiß nicht, inwiefern diese Version noch erhältlich ist, aber für so ungefähr 20 Euro alle Wonderboy-Teile dann zu haben, die natürlich eine japanische PlayStation 2 dann voraussetzen und benötigen, aber es ist schon ganz groß. Ich habe auch noch die Collection von Phantasy Star, auch wenn ich die Mega Drive Originale besitze natürlich, aber kein Mega Drive mehr im Haus habe im Moment. Und die Treasure Collection mit Gunstar Heroes, Dynamite Teddy und Alien Soldier, einen der großen unbekannten Knaller auf der PlayStation, auf dem Mega Drive gewesen. Und die sind echt cool, diese Collections, ne? Was schade ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich werde das nochmal, nachdem ich mit der Aufnahme hier fertig bin, nochmal nachchecken, dass man die Master System-Version des Spieles hier zumindest auf der deutschen Virtual Console kaufen kann. Ich fand es ein bisschen schade, nachdem die PlayStation Network und Xbox Live-Varianten von Monster World 4 und Monster World 2. Oh, ich muss mich ducken. Oh. Na? Scheiße. Okay, ich muss mich ducken beim Feuer, aber aufstehen und schießen. Alter, schlimmer als Shinobi. Und rüber. Oh, ist das gemein. Und auch hier. Da war kein bodenloses Loch, sondern ich bin in einer anderen Location dort gelandet. Ja. Stell dir vor, als kleiner Bub dann eben zu sehen. Scheiße. Ich bin es dran gewohnt, nur nach links und rechts zu gehen. Und hier wird mir sowas aufgetischt. Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Oh. Alter. Knapp, 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 knapp. Ja, ich kann diese Collection nur empfehlen. Schade eben, dass dieses Spiel nicht auf PlayStation Network und Xbox Live nochmal rausgekommen ist. Gehört mittlerweile auch zu einem der leicht selteneren. Oh shit. Leicht selteneren Master System Spielen. Na komm, 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 komm. Leicht seltenere Master System Spiele, aber man ist, ich habe schon vor ein paar Jahren nochmal für die Sammlung einverleibt damals. Und da habe ich damals auch so umgerechnet 25 Euro oder so für ausgegeben. Master System Spiel ist das schon ordentlich, ordentlicher Batzen. Aber dieses Spiel ist es durchaus wert. Oh, eine Tür. Ich hätte gleich mal nach rechts gehen sollen. Obwohl bin ich durch diese. Nee, durch diese. Okay. Durch diese Tür bin ich gekommen, glaube ich, oder? Gehen wir weiter nach rechts. Man merkt, je nachdem gerade, wo man. Alter. Wo man gerade sein soll. Ich mag diese Wolke nicht. Merkt man daran, wie schwierig die Gegner sind. Und man probiert es einfach in die andere Richtung aus. Nur so ein bisschen das. Ich will es natürlich nicht damit vergleichen, aber das Dark Souls-Prinzip, ne? Dir wird offen gelassen, wo du. Natürlich bin ich gestorben. Dir wird offen gelassen, wo du hingehen kannst und nur dein eigener Skill und Equipment-Level entscheidet dann, wie gut du vorankommst. Na, kriege ich noch ein Herz? Ja. Immerhin, man wird nicht zu sehr bestraft dann für das Game Over, sondern wird man nur nach hinten rausgeworfen. Kann ich mir hier nochmal was leisten? Ne, da habe ich die alle schon geholt. Ich war hier in der Tür. Hier habe ich mich heilen können. Und hier konnte ich nicht mehr ran. Ja, hier muss ich die Mausverkleidung haben und mich dann darüber begeben. Ach, ich kann mich so gut wie nicht mehr erinnern, wo alles noch gewesen ist. Es kommt mir davon, wenn man viele dieser Art von Spielen dann gezockt hat. Da gehen die Level-Designs ein bisschen ineinander über. Obwohl, wenn ich hier runterspringe, falle ich wahrscheinlich nur ins Dorf. Ja. Denke ich mal. Okay, wir probieren es nochmal. Also geplant war eigentlich, dass ich bis zur nächsten Verkleidung spiele. Oder bis zur nächsten Transformation. Das wäre die Maus. Wenn ich mich nicht komplett irre. Gleich mein extra Leben verdattelt. Alter. Und schon tot.
großartig. Gut, ich probiere es noch einmal, dann die Arme zu bekommen, zu gucken. Bis zur Maus zu spielen und dann euch ein bisschen zeigen, was die machen kann. Aber meine Skills sind anscheinend nicht so weit. Da werde ich noch ein bisschen investieren müssen. Dafür ist aber leider heute auch nicht die Zeit dafür da. So. Ja, früher war man noch ein bisschen aufnahmefähiger, was das alles angeht. Aber so wie bei den neueren Mega Man, so Mega Man 9, Mega Man 10, man muss wieder aktivieren, was man früher so drauf hatte an Skills. Weil die ja eingeschlafen sind in Zeiten von Quick Continues und automatischen Save States, regenerierbarer Health und so weiter. Da ist man das alles nicht mehr gewohnt. Flump, flump. Oh ja, Spacken ihr. So, ich will noch mal in den Laden mir die Armor kaufen, dann probieren wir es noch einmal. Wenn es nicht klappt, dann werden wir den armen Drachen erstmal sich selbst überlassen. Na, und da. Oh, Alter. Und ich hasse den hier. Du Arschgesicht. Nein. Nicht. Oh, jetzt hätte ich das gern noch mir genommen. Mein extra Leben habe ich schon verdattelt, oder? Ja, ich glaube schon. Nicht zu früh drücken, nicht zu früh. Alter, der ist nur nach unten gefallen. Krieg ich wenigstens Energie, 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 ein Herz? Sehr gut. Ah. Gut, mit dieser traurigen Note lasst uns die Session heute dann einmal beenden. Die Maus ist aus. So, das war's heute mit Wonderboy 3 und The Dragon's Trap. Leider sind meine Skills doch nicht wieder so reaktivierbar gewesen, wie ich es mir gedacht hätte. Aber auch hier, glaube ich, habt ihr mal einen guten Eindruck bekommen, wer die alten Metroid-Spiele sehr gerne mag und auch die Castlevanias, die mehr in die Adventure-Richtung gehen. Wer die Wonderboy-Sachen nicht gespielt hat, der hat echt was verpasst und eben speziell diesen Teil hier. Ich werde es wie gesagt nochmal abchecken und dann hier einblenden, ob das Spiel auf Virtual Console erhältlich ist oder nicht. So. Aber im besten Falle, ein Mars-System kriegt man mittlerweile recht günstig auf eBay nachgeworfen und dieser Teil, wie gesagt, ist ein bisschen, geht ein bisschen mehr ins Geld mit so 25 bis 30 Euro, aber das kann man sich, glaube ich, zwischendurch mal gerne erlauben. Wenn ihr die Monster World Collection für die PS2 irgendwo finden könnt und eine japanische respektive umgebaute PS2 habt, ist das natürlich auch zu bevorzugen. Gut, das war's mit Tag Nummer 6 des großen Weihnachts-Xmas 2012 Super Specials in der Postapokalypse. Danke, liebe Mayas. Morgen kommen wir mit dem großen Finale zurück und dafür habe ich mir ganz speziell, da nur noch ein Päckchen übrig ist, ein Spiel aufgespart und ich glaube, da könnt ihr euch mal richtig drauf freuen. Also, das war Gregors Gaming Gyros, ich war der Gregor und bis morgen sage ich Hellas.